The applause, applause, applause. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them toss. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them toss. Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, bei Randall's Monday. Okay, nicht übertreiben. Ist okay. Ich bin heute nur ein bisschen gut drauf. Wir haben jetzt kurz nach eins. Also, ist in Ordnung. Läuft. Bin schon ein bisschen länger wach. Kaum fange ich das Spiel an. Weiß nicht. Okay, wir haben ihm die Gasflasche gegeben. Wir haben was zum Essen gekriegt. Den Hotdog können wir ihm den Hotdog geben. Ich weiß, dass Murray Hotdogs liebt, aber so weit gehe ich dann doch nicht. Ich schulde ihm nichts. Okay, können wir ihn ansprechen? Oh mein Gott, wer wird sofort, dass ihr sagen muss, da rein müsst ihr jetzt, entschuldigen mich bitte. Oh mein Gott, Murray, ich bin so froh, dass Sie hier das Sagen haben. Ich muss da rein, wissen Sie, also entschuldigen Sie mich bitte. Sorry, Junge, ich bin nicht blöd. Sicher? Ist wohl nicht dein Glückstag. Wir können nicht einfach irgendwelche Leute von der Straße da reinlassen. Verdammt, ich bin nicht irgendwer, ich bin Ihr Freund, Randall. Was ist nur mit Ihnen passiert? Sie waren mal so cool. Naja, ich... Murray, mal echt, wir können nicht einfach ignorieren, was da in diesem feuchten Keller passiert ist. Da war etwas und mehr als nur Worte. Sie waren sogar mit ihrem Knüppel an mir dran. Und jetzt müssen wir so tun, als sei das nie passiert, okay? Wir müssen unser Leben... Dieser feuchte Keller war mein Büro, du Spinner! Ach, das ist süß. Und ich habe den Verdacht, dass seine völlige Zerstörung deine Schuld ist. Meine Schuld? Niemals. Das verletzt mich. Okay. Vor allem in ein paar Stunden wollte ich da alles im Netz. Das ist auch geil. Als erstes eklig. Und was war das vorhin, Murray? Vor ein paar Stunden wollten Sie noch alles über mich wissen und jetzt ganz plötzlich interessiert Sie das alles nicht mehr? Was ist nur mit Ihnen los? Ich habe doch nur einen Bericht geschrieben. Dafür musste ich alles über dich wissen. Ja. Gott, ey. Das ist ja wohl die lahmste Ausrede aller Zeiten. Ein 15-jähriges Mädchen könnte besser flirten als Sie. Sowieso. Zur Verbindung? Nee, ich will das nicht sagen mit der Verbindung. Wissen Sie was? Ich versuch's mal mit umgekehrter Psychologie. Ich will nicht da rein, Murray. Wagen Sie es ja nicht, mich da reinzulassen. Ich will nicht. Ja, fast hätte es geklappt, Junge. Schade, dass du vorher mit selbst geredet hast. Ah, scheiße. Das war eigentlich für meinen Kumpel hinter der vierten Mauer gedacht. Ignoriere diese Mauer einfach und verzieh dich von hier. Bitte, Officer Murray, ein guter Freund von mir ist da drin und er ist in Schwierigkeiten. Und ich weiß, ich habe hier keinen herzlosen Bastard in einer Uniform vor mir. Wie wäre es mit diesem schönen Geldbündel für einen kleinen Schritt zur Seite? Du bist nur in der Lage, mich mit Respekt zu behandeln, wenn du mich bestichst. Du bist jämmerlich, Randall Hicks. Ich wusste, dass Sie meinen ganzen Namen kennen. Ich habe dieses gewisse Funkeln in Ihren Augen gesehen, als ich ihn zum ersten Mal sagte. Beim ersten Mal sagtest du, dein Name sei Lee Harvey Oswald. Okay, aber Sie haben dasselbe Gesicht gemacht. Das war's. Ich verschwende keine Zeit mehr mit dir, Junge. Sie macht Schluss mit mir. Oh Gott. Sie übertreiben mich schon. Ich wollte nur rein, weil ich lustige Brownies für alle dabei habe. Ich sag mal das. Ah, was soll's. Da passiert wahrscheinlich eh nichts Spannendes. Sie übertreiben bestimmt nur. Da drin gehen ernste Dinge vor, Junge. Das ist kein Spaß. Also tu dem Gesetz einen Gefallen und geh einfach nach Haus. Schwör. Okay, ich werd auch mal halbwegs ernst und frag, was da eigentlich vorgeht. Ich kann nicht über Details reden, aber soweit ich weiß, ereignete sich der Vorfall in Matthew Griffins Wohnung. Das ist er. Das ist mein Freund Matt. Was zur Hölle ist passiert? Ich weiß selber nicht genau, aber ich kann nur Leute reinlassen, die ihm nahestehen. So wie Verwandte. Ich bin sein bester Freund. Seine Freundin hat mich eben erst angerufen, damit ich herkomme. Ich weiß nicht, Junge. Du hast meine Gefühle verletzt, weißt du? Und wenn man alle relevanten Fakten bedenkt, kann ich dir einfach nicht vertrauen. Also, nein. Du kommst da nicht rein. Ich glaube dir nicht. Mach, dass du wegkommst. Murray, wie schon ein großer Österreicher einst sagte. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Das war Terminator. Der Gedanke an einen muskulösen Österreicher hat sich schon etwas heiß gemacht, was, Murray?
Kommen Sie, geben Sie es zu. Verschwinde, verdammt nochmal. Hau ab. Das ist ein Befehl. Ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Okay, von mir aus. Herrgott nochmal, wenn ich doch nur ein Telefon im Inventar hätte, dann könnte ich Sally anrufen. Aber nein, es ist nur ein Stilmittel. Das klingelt wann immer das Schicksal das entscheidet. Das ist scheiße. In diesem blöden Spiel kann man nur Anrufe annehmen. Ja, gewöhn dich dran, Randall. Wobei, ist eigentlich auch egal. Ich habe sowieso kein Guthaben mehr. Ich habe das Ding seit Jahren nicht mehr aufgeladen. Wahrscheinlich gebe ich einfach gern Videospielen die Schuld an allem. Ich muss da einen Weg reinfinden. Und, warum rede ich schon wieder mit dem Blödmann hinter der vierten Wand? Hau ab, geh weg, du zerstörst mein Leben. Dann wiederum, durch dich habe ich eine unverschämte Summe Geld bekommen. Ach, zur Hölle, mein Leben ist plötzlich ein Abenteuer. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade meinen Job verloren habe. Das Geld lindert allerdings den Schmerz. Hey, warte mal! Okay, du kriegst noch eine Chance, aber diesmal verbox nicht. Mal leid. Ja, der Österreicher ist Arnold Schwarzenegger gemeint. Der das den Satz in jedem Drecksfilm sagt. Ich komme wieder. Oder den berühmten I'm back. So. Jetzt haben wir hier eine leere Flasche. Was haben wir hier noch? Okay, ich werde mal einfach mal, wenn ich einfach reingehe. Wenn das mal so einfach wäre. Was ist denn das? Achso, er ist gemeint. Okay, Mary. Kann er dir nicht irgendwie was verkaufen gleich? Ich glaube, mit dem habe ich heute genug geplaudert. Okay. Okay, vielleicht jetzt Mary einen Hotdog geben? Ich weiß, dass Mary Hotdogs okay. liebt. Da, zu viel Geld, leere Flasche. Ich werde Mary bedrohen. Das behalte ich lieber. Wir können hier auch gar nichts machen. Die hat ein Telefon in der Hand. Mit der spreche ich sicher nicht nochmal. Blöde Schlampe. Außerdem habe ich weit Wichtigeres zu tun. Zwei gleiche Socken anziehen zum Beispiel. Boah, du kannst doch sowas nicht sagen, Junge. Nicht jetzt. Es klingt vielleicht fies, aber was zur Hölle stimmt mit dem Gesicht von diesem Kind nicht? Matts Nachbarin. Kann ich nochmal anquatschen? Hat keinen Sinn. Ich muss erstmal Officer Murray davon überzeugen, dass Matt und ich Freunde sind. Warte mal. Fällt gerade ein? Wir haben doch seinen Geldbeutel. Spinn ich? Oder ist das Matthew Griffins Brieftasche? Zeig mal her. Wo hast du die gefunden? Ein bisschen hören, Befehl. Er hat sie mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein Fan. Er hat sie mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein bester Freund. Das reicht mir. Ja. Geh rein und sprich mit Sergeant Kramer. Der wird dich dazu befragen. Habe ich Schwierigkeiten, weil ich mit einem Irren befreundet bin? Das ist reine Routine. Genau wie das Gespräch in meinem Büro. Was? Wollen Sie damit sagen, Sie wollten sich gar nicht an mich ranmachen? Wen wollen Sie davon überzeugen, Mary? Mich? Oder sie selbst? Lass mich einfach in Ruhe. Okay, was haben wir hier? Tür. Können wir die Tür aufmachen? Verschlossen. Ist zu, glaube ich. Hier, Aufzug. Jetzt nicht. Ein funktionierender Fahrstuhl. Reicht auch ungewöhnlich. Was haben wir hier sonst? Oh. Nichts löscht Feuer besser. Außer Gegenfeuer. Yeah, eingeschoben. Klingel. Die Klingel. Hast du sowas noch nie gesehen, oder was? Komm her. Klingel. Ich hab hier noch nie angeklopft. Ja, ich ist jetzt gut. Ist ja gut, jetzt. Hey, hat jemand die Ghostbusters gerufen? Oh Gott. Randall, da bist du ja. Was zur Hölle ist los? Wo ist Matt? Er ist bei den Cops in der Küche. Und was genau will die Polizei hier? Was glaubst du? Er hat's diesmal wirklich verbockt. Was für ein Arsch. Ich rede nie wieder mit ihm. Okay. Lehre im Messekampf zwischen Schimpansen und... Wie kann man sowas machen?
Willst du damit sagen, das hier ist noch größer als damals, als er das größte Kotzomelett der Welt gemacht hat? Naja, er hätte schwören können, die Sache wäre für seinen Grabstein gewesen, aber dieses Mal... Es gibt keine Worte für... Keine Worte. Okay. Er hat's also wirklich getan? Er hat seinen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in sein Kühlomatik 9000 gesteckt? Noch nicht. Aber ich habe dauernd diese Albträume, in denen ich den Kühlschrank aufmache und er steht drin in Kryostase mit einem Zettel dran, auf dem steht, ich will eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ja, das klingt nach ihm. Und ich hab's so satt. Ich will sowas nicht den Rest meines Lebens ertragen müssen. Okay. Naja, ist ja nicht ganz so lang, sondern nur bis er sich einfriert. Diese Maschinenzukunftssache ist wirklich ein großes Ding für ihn. Und damit meine ich wirklich jede Zukunft. Die, wo Maschinen Menschen als Batterien missbrauchen, die, wo man aus Menschen Soylent Green macht, die, wo Leute als Laborratten benutzt werden, du weißt schon, mit Portalen, Würfeln und Knüpfen. Portal. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich bin ein guter Mensch, ich habe das nicht verdient. Warum gehst du nicht einfach in die Küche und schaust dir sein Meisterwerk an? Ich muss über eine Menge nachdenken. Okay. Könntest du mir Pizza stellen, weil du so dick beschäftigt bist? Bist du okay? Möchtest du vielleicht ein Teleskop entenbügeln? Vielleicht heitert er dich auf. Geh einfach in die Küche. Ich glaube, Matt braucht jetzt einen Freund und das mehr denn je. Okay, können wir nochmal anquatschen? Ich lasse sie besser allein. Sie wurde ja gegen Ende echt emotional. Genau, Bild? Kein Interesse. Das ist Sally. Auch ziemlich fotogen. Sally sieht heute nicht gerade fröhlich aus. Bild. Können wir das anklicken? Sally? Das. Nee, okay, dann haben wir hier. Dazu fällt mir nur eins ein. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Spiel hieß. Aber hier haben wir Rocky Balboa. Legendär. Badabam. Badabam. Wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Dann Zeit. Dann haben wir hier Alien vs. Predator. Dieser Matt hat echt Sinn für Wandverschönerungen. Können wir den anklicken? So exklusiv sind die nun auch wieder nicht. Shaun of the Dead, voll geil. Was ist Watchmen? Kenne ich leider nicht. So exklusiv sind die nun auch wieder. Dann haben wir hier Captain America. Eins ist sicher. Okay, Matt Captain America. Da haben wir den Michelin-Männchen. Mann, Matt hat echt Geschmack. Love Cube. Können wir den mitnehmen? Mein okay. Lieb, ich nehme okay. den. Ich sollte hier keine Unordnung. Ich sollte. Eine Flasche am Boden. Da ist ein Schlüpfer. Die Straße. Ich bin kein Stecher auf der Flucht. Was? Ich bin kein Stecher auf der Flucht, obwohl das schon eine Fantasie von mir wäre. Die zwei Sachen weiß ich leider nicht. Dann bin ich zu schlecht dafür. Ihr könnt es mir ja gerne mal sagen. Dieses Sofa hat schon viel erlebt. Aber kümmern wir uns um Zukünftiges, nicht um die Vergangenheit. Können wir das Sofa mitnehmen? Passt gerade zeitlich nicht. Okay, dann gehen wir jetzt, das muss Küche sein, genau. Dann gehen wir jetzt mal in die Küche. Aber davor mache ich eine kleine Aufnahmepause, meine Lieben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir angucken, was Matt schon wieder angestellt hat. Bis dann. Ciao.